Hallo, hallo. Schönen Tag. Ich habe da ein paar Sachen bei Action eingekauft und zeige euch mal, was ich so gefunden habe. Ja, diese Wecker, ganz neu sind die nicht, aber glaube ich schon. 1,79 würde ich sagen. Die gibt es dann in. Ich meine, ich habe drei Farben mitgenommen. In drei Farben, ne? Schwarz, Mintgrün und so ein helles Rosa. Ja, steht auch die Größe, die Maße, ne? 9,2, 9,2, 4,3. Ja, eben. So einer. Ja, ich dachte, kann man verschenken oder so. Als Reserve kann mal sein. Und muss eine Batterie da rein. Oh, das Fach fehlt hier. Dieser Verschluss. Der Deckel. Also warum? Weiß ich jetzt nicht. Warum? Ich guck mal. Oder ist das so? Ja, ist so wahrscheinlich noch deswegen so günstig. Naja, okay, so alles klar. So. Ja, könnte man auch gestalten, ne? Ein bisschen auch dekorieren, aber auch so ist er echt hübsch. Und stellt sich so ein bisschen, hat so eine Abschrägung hier, kann man sehen, ne? Und dann kann er so ein bisschen neigt er nach hinten. Ja, das Teil. Ja, so eine riesen Packung Lollis, Osterlollis. Steht ja diese drei Varianten. Ja, 460 Gramm mit Kaugummi drin. Auch schön, ne? Lutscher in verschiedenen Geschmacksrichtungen mit Kaugummi. Ja, ne? Dachte ich, ja, mit Kaugummi ist auch gut, ne? Und bietet sich an, vielleicht mal, dass ich ein paar Blümchen damit noch mache. Dekoriere. Oder noch was anderes. Ja. Oder ein paar Gestecke machen. Oder einzelne. Mal schauen. So. Preise weiß ich jetzt nicht. So, ich habe da diese Fensterspiegel Folie mir geholt. Hoffe, die taugt was, ne? Das ist so ein bisschen mal UV-Blocking 90, 95%. Auch schöner, visible Light, Transmission 7, Infrarot 3, 9095 auch. Ja. Dachte ich, mache ich mal. Wir haben hier so starke Sommerhitze, ne? Manchmal da könnte das vielleicht auch noch was nutzen. Mal schauen. Da stehen dann die Sachen, was es noch bietet, ne? So, selbstklebend. Muss man es richtig anbringen. Ja. Naja, kenne ich ja. Okay, das dann. Preis, weiß ich nicht. In der Kinderwasserabteilung hatte ich so einen gefunden. Da kann man damit verschiedene Formen. Drehen, ne? Sogar eine Schlange hier, auch so ein wie eine Giraffe, Hundchen, da noch so ein geometrisches Figur. Ja, sowas, ne? 99 Cent, dachte ich, ja, zum Spielen, warum auch nicht? Ein kleines
Spielzeug. 99 Cent ist ja immer schön. So, weiter. Hab diese Kepis entdeckt. Sind neu reingekommen. Dachte ich, ja, dann hole ich mal für meine beiden Jungs. Hoffe, die sind noch so weit. Einer ist 8 Jahre alt, der andere 7 geworden. Ne? Ja, es wird schon gehen. Ich glaube, 2 Euro. So, dann habe ich diese mit Rosinen, Vollmilchschokolade mit Rosinen, belgische eben, 1,49 von Fairtrade. Okay, ja, habe wieder ein Pack Toilettenpapier geholt. So, weiter. Von den Eclairs heißen die, so ähnlich wie Toffifee. Ist eine andere Verpackung. Ich meine, diese Papier ist anders, ne? Verpackungspapier. Ob das das gleiche ist, steht ja Schokocreme, ne? Füllung. Naja, steht diese zartbitter Schokolade. Was das ist. Warte mal, ich kann ja auch schauen. Milch, Toffees mit Schokoladencreme. Naja, doch. Und nein. So ein Päckchen. Ja. So, weiter. Ich habe wieder Schnäppchen entdeckt. Diese kennt ihr ja auch, ne? Bei uns standen nur 2 noch. Die sind jetzt 49 Cent runtergesetzt worden, ne? Dachte ich, sag ich Bescheid, ne? Reste werden wo abverkauft. Ich habe nur 2 bekommen und naja, schön, waren verschiedene, Gold und Kupfer, glaube ich. Ja, 49 Cent eben jetzt. Das da. So. Dann habe ich dieses Headset und Smartphone-Ständer. Ja, es ist so ein Aufstellrahmen oder man kann da einiges aufstellen, ne? So. Auch Fotos, auch ein Buch draufstellen, ne? 1,29 oder 1,39, was kostet das, bin ich nicht sicher. Und da kann man noch sozusagen die Kopfhörer eben aufhängen, aber man hat da einiges, was man da so auch damit noch, ne, kann nutzen. Und da hat man dann hier zum so eine Klappe, ne? Aufklappen, wieder zuklappen. Finde ich, ja, kann man immer mal gebrauchen. Ne? Weiß und schwarz. Der Webseite habe ich sie gesehen, dachte ich, naja, ich schaue mal, was das überhaupt ist. Ja, so sieht es aus. Plastik, Kunststoff eben. Ne? Da ist so eine Ablage, ne? Kann man drauf legen, was oder stützen. Ne? Ja, dieses Teil. Und dann, ich würde sagen, sie neu, solche ineinander stapelbare Boxen. Hier. Na komm. Das ist ja ein Klebeband, ne? So, die sind eben, da haben sie solche Stege, ne, würde ich sagen, so halb. Und da kann man die ineinander so stapeln. Ich dachte mir, wenn ich mal was Kleines habe, Ausstandsteil oder so, ne, dass man da die könnte rein oder auch kleines Streu, Zeug oder Deko, ne? Und da kann man die dann in einem übereinander alle stapeln, ne? Oder auch im Sinne so bei Projekten, ne? Dass man da so einzeln. Gibt es auch noch die großen? Dachte ich, ne, die großen weiß man immer nicht wohin. Aber die kleinen, ne? 1
89 oder 1,82, ne? So ein Viererpack. Ne? Oh, größer habe ich gar nicht gesagt. 16 mal 8 mal 5,2 Viererpack. Ja, es ist ja für die Schubladen. Ja, ist auch gut, ne? Kann man auch in Schubladen und so stellen. Ja, stand ein Päckchen, dachte ich, naja, dann darf es mit. So, Organizer. Das da. Und tada! Ich habe diese Holzbuchstaben bekommen. Guck mal, wie groß die sind. Ne? Ich habe ja eine große Hand. Und ja, ne? Ist richtig. Solche auch dick. Da lässt sich ja was machen. 1,19. Oder? Irgendwie in dem Dreh. Ich habe zwei Packungen mitgenommen. Dachte ich, ja, dann das ist reicht. Finde ich voll klasse, ne? Auch von Hobbyflora Alphabet. Holzalphabet, 36 Stück, ne? Eben. So Klötzchen. Ne? Ja, und dann dachte ich, na gut. Erstmal habe ich da die nicht mitgenommen, diese Holzteile. Ne? Und diesmal dachte ich, na ja, doch. Dann sollen die mal auch mit. Ja. Weil es ist ja, kann man ja damit auch was dekorieren oder ich habe da gedacht, die haben hier so ein Loch, ne? Und da, warte mal. Ich muss da erstmal suchen. Guckt mal, ne? Einfach so ein Aufstellteil. Ja, wäre der Stiel dicker, würde auch eine Blume reichen. Oder hineinkleben. Ne? Als Ständer, so ein Ständer. Und so dachte ich, naja, dann nehme ich zwei, dass es stehen kann. Und ja, guck, so im Sinne, ne? Dieser Lutscher hatte ich ja gebastelt. Diese Blume, ne, mit dem Chupa Chups. Und ja, deswegen dachte ich, die sind auch dafür gut. Man kann auch, egal, auch was anderes, diese ganze andere Elemente, ne? Auch also Stütze, ne? Was drauf machen. Ein Herzchen, ne? Und dann einfach mit so einem Deko drauf. Auch eine Kerze, ne? So eine, gibt ja auch verschiedene so schöne Sachen als so ein Standteil, einen Fuß. Ja, jetzt habe ich das Wort. Als Fuß, ne? Und auch sonst, ne? Das. Und deswegen, naja, kann man dann dekorieren. Mal schauen. Und so, ne? Mit dem da ist ja auch schön. So eine Tischdeko. Hat man gleich, ne? Paar, man kann es ja auch kolorieren, paar Steinchen drauf oder Sticker und so weiter mit Schleife. Ja, alles Mögliche, ne? So eine Idee. Na gut, ich glaube, das war's. Jawohl. Okay, dann auch die Buchstaben, ne? Da bin ich echt da. Dachte ich, das ist doch was. Die kann man ja alle unterschiedlich kolorieren, färben, einfärben oder bekleben, auch beglittern, ne? Folieren, was man alle so. Und echt auch schön. So, na gut, ihr Lieben, dann war's das. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüssi.